Herzlich willkommen, Kapitän, Kapitän. Komm zurück zu World of Warship. Diesmal mit den Feuerkätzchen. Hallöchen. Oder der Feuerdragon-Katze, wie ausgesprochen. Hallo, hallo. Jo. Ich habe versehentlich, ich habe die Devonshire und ich habe den versehentlich erforscht mit meiner Free XP. Wie ich eigentlich gar nicht wollte. In knapp 10k hat mir ungefähr, also mal 10.000 EP hat mir gefehlt. Aber ich mache trotzdem noch die Runde. Und wir sagen jetzt mal, let's do it. So ein Scheiß. Wollte ich eigentlich nicht. Allgemein, wie ist bei dir eigentlich die Lage, allgemein mit dem Wetter? Warm. Es ist ziemlich warm bei uns. Ja, ich habe so ein netten, coolen Klimagerät bei mir. Mit Wassertank. Ach, guck mal. Schön, schön. Einer hat fast unseren ehemaligen Clan-Namen da drüben. Wie geil, die Gleise noch. Voll berauschend. So. Devonshire, eigentlich gar nicht so schlechte Kreuzer, würde ich sagen. Aber das Problem ist die Reichweite, was mir eigentlich am meisten stört. Und die wird auch nicht viel besser. Ja. Ich wollte mal einen Baum anfangen, weil ich habe schon Schlachtschiffe, die. Das Problem ist einfach, Schlachtschiffe bin ich übel schnell durch. Ich habe schon die IOD, die ist schon wieder resettet, weil ich die so hammergeil finde. Und bald kommt ja das Geburtstag-Event ja. Ah, apropos, ich habe 26 10er Schlachtschiffe. Ja. Nice. Koop, lass grüßen. Um die ganzen Supercontainer abzugreifen. Da bist du fast den ganzen Tag beschäftigt, um die ganzen 10er-Schiffe zu machen. Das Problem ist, wenn du alle 10er-Schiffe hast, das sind ja ungefähr knapp über 30 Schiffe, dann musst du alle spielen und alle gewinnen. Da bist du übelst, glaube ich, 2 Tage beschäftigt ungefähr. Was geht da ab? So, Devonshire, Besonderheit. Wie gesagt, 14 Kilometer Reichweite. Denk mal, ich fühle mich wie ein Japaner. Du hast die schicke Tarnung drauf. Schick. Was hat die Lance Guinea eigentlich überhaupt? So. Da ist noch, sie können alle. Das ist schon mal ganz gut. Sind alle weg. Da kommt was ganz Ekliges. Ich hab die König gefunden, Königsberg. Nett. Königsberg ignoriert mich komplett. Beach der? Jo, der Beach. Geil. So, wir haben ihn jetzt AP durchgeladen. Au, der hat mir ein Ruder rausgeschossen. Okay, jetzt muss ich mal gerade mal Ruder reparieren. Oh. Haben wir mich einmal auf die nächste Kase? Wieder Treffer? Ich habe Werfer zerschossen? Zweimal so irgendwas. Ich glaube, ich habe zweimal Werfer zerschossen. Jetzt komme ich hier um die Ecke gefahren. What the fuck? Ach so, ein Kutowski. Ja, das sehe ich auch gerade. What the hell? Was ist jetzt auf einmal los? Boing. Schön. Echt jetzt? Lauf! Los, 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 los! Oh! Hab ich ein Schwein! Sieht doch! Alter, hat ich einen Unlucky gerade! Das war keine Millimeterarbeit! Gib mir gerade die Pumpe gerade! Übrigens ist die blöde Miesekasse gerade, was der Nebel ist.
Du musst weiter bis. Aber die hat ja zum Glück keine. Nicht mehr viel HP. Das ist richtig. Ach shit. Ich muss weiter zurückfahren wegen. Ach du Scheiße. Ich bin komplett eingekesselt. Hinter mir ist eine Gleise noch. Bis jetzt ignoriert die mich nur. Was ist das? Piska oder die Gleise? Oder was gefressen hat? Der ist noch brennt? Ich glaube, der will seine Tops an den Mann bringen. Ach shit, jetzt ist der Sheriff von mir. Gucken, weiter hinten. Schade. Ich wollte den hinteren Teil da lieber abfackeln. Shit. Ich habe keine Ahnung, was ich gleich noch plötzlich machen wollte. Aber ich glaube, jetzt schaffe ich den hinteren Teil abzufackeln. Nein. Oh, okay. Meine Güte, ey, ist das hier gerade actionreich, ey. Uiuiuiui. Was hat die Miete? Hä? Muss man nicht verstehen. Ich spiele gerade ein bisschen hier auf meiner Ecke, gerade ein bisschen vielleicht auf dem Limit. Da rumpushen würde ich eigentlich persönlich nicht. Habe ich auch gerade nicht vor. Pepsi? Boah, schön. Boah, Dick. Gleich schon abgefackelt. Pepsi hat gelöscht. Okay, da ist eine Chance. Nee. Ich weiß noch, was du vorhast, du bist eher Selbstmord. King George ist so weit weg, ich kann die auf die Chamance schießen. Auf die Chamance. Schön. Komm mal, gehen wir mal wieder zu dir rüber. Mach das. Boah, ey, was das richtig geil ist bei den. Okay, Nachteil bei den Schiffen. Die Reichweite ist wirklich kacke, aber der Damage Output ist einfach krank. Drei Kugeln einfach mit 3-2 reingedrückt. Wahnsinn. Aber irgendwie voll merke ich richtig komische Runde. Das ist richtig Abschlachten, ja. Ah, nie mehr kommt. Nett. Oh, da ist ein Dings. Weihnachtszahlung oder liebe Mühlenzahlung? Ich hasse, wenn die Schiffe eine Kugel trifft und gleich abbrennen. Nice.
Ah, zum Glück schießen die alle mit HE. Kein gewisses wieder gegenhalten. Gleich so nur so wie mich die Schade. Schade. Die Runde ging schnell vorbei. Ja, übel schnell. Also ich weiß gar nicht, was die miese Kaso das Russkreuze von mir auf einmal wollte. Diese übelste Julo vorgebrecht. Okay, nur 5000. 5.845 Bar EP nur. Schade. Fast 46.000? Für das Bistro-Gepimmel bin ich. Oh, Fukutaka ist erster, komm. Fukutaka ist auch so ein Schiff, was er eigentlich instant platzen tut. Den tue ich mal loben. So, kann sagen, nicht die EP erreicht, was ich gerne hätte, aber naja, der Vijaya ist schon ein interessantes Schiff. Die 5, ich denke mal, hier hat man gesehen, das Schiff funktioniert schon. Wenn das Schiff nur mit HE beschossen wird, wenn das Ding mit AP getroffen wird, platzt das Ding instant. Das habe ich schon ein paar Mal schon selber miterlebt. Du brauchst nur eine falsche Drehung machen, da kommt AP geflogen. Da hast du schon ein großartiges Schiff. Oh, einfach cool. Nice. So, und da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge der Stufe 7er. Und ich bin gespannt, wie der 7er wird. Ja, die Grundreichweite 14,8, Alter. 14,8 und kommt zu Teil so Dings hier in 8er, 9er Matchup rein. Ach du Scheiße. So. Ah, die Story, die wird dann Spaß machen. Das kann ich dir garantieren. Ja. Ja, ich hab das Schiff geliebt. Boah, 12 Sekunden. Wow, von 14 auf 12, 3, auf 12, 5. Okay. Dann sagen wir, sehen uns in der nächsten Folge auf das neue Schiff. Haut rein. Tschüss.